der drei ehemalige Bildkundis besuchen gegangen. Es war einmal die Fly von der Merle und den Spirit von der Hannah. Und ja, ich nehme euch da einfach mal ein bisschen mit. Sie ist 5 Jahre alt und ich habe sie jetzt ungefähr 1 Jahr und sie ist ein Knappschuppermix und ein ehemaliges Bärfall. Also das ist Spirit, der ist 4 Jahre alt, kommt auch von Junkernbär und ist ein Norweger Mix und wir haben ihn jetzt schon 1 Jahr. So, da einige von euch ja den Wunsch geäußert haben, dass ich vielleicht ein wenig mehr kommentiere zu meinen FMAs, versuche ich das mal umzusetzen. Ich war, wie gesagt, bei der Flyer, bei dem Spirit. Und wir sind anfangs auf den Platz gegangen. Also damit ich mir einfach mal einen kleinen Eindruck von den beiden machen kann. Fly und Spirit werden Western geritten. Da ich selber Englisch reite, ist das eine sehr große Umstellung für mich gewesen. Deswegen seid da bitte nicht zu kritisch. Die Fly hat auch noch einige Probleme, richtig anzugaloppieren. Die Merle hat das mit der Fly aber schon richtig gut rausgehabt, weil die anfangs so weit mal angaloppieren wollte, dass sie dann direkt losgebockt hat. Sie hat jetzt hier nur einmal gebockt und der Rest ist eigentlich ziemlich gut verlaufen. So ein kleiner Renntrapp-Semmel, ne? Dann habe ich mich einmal draufgesetzt. Und ja, wie gesagt, ich und Western ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich jetzt mal sagen. Also wundert euch nicht. Ich finde auch diese Sättel total ungewohnt, weil ich finde, dieser Beinhalt fehlt halt total an den Seiten. Und da bist du ziemlich vom Pferd abgeschottet. Aber ich habe mein Bestes gegeben und habe sie dann halt auch ein bisschen getrabt. Ich habe auch erst versucht, ein bisschen leicht zu sitzen, aber aussitzen ging bei ihr deutlich einfacher. Dann bin ich sie auch mal angaloppiert. Es ging erst in eine Renntrappe hinein und dann ist sie auch galoppiert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bei mir hat sie dann glücklicherweise nicht gebockt. Ja, auch auf beiden Händen ging das eigentlich ganz gut. Das hat sie echt super gemacht. Sie ist auch recht fleißig auf dem Platz. Ja, mit ihr war ich echt super zufrieden. Sie war super lieb. Dann bin ich später nochmal in Spirit geritten. Das war nochmal eine ganz andere Ecke, klein und pummelig. Und ja, der hatte halt auch ganz kleine Schritte, aber der war super bequem. Nur leider hatte er das Problem, dass er gerne mal zum Tor gerannt ist. Und dann kannst du wieder mit Zügel und Schenkel machen, was du willst. Der rennt da zu. Dann denkt man sich teilweise nur so, Bert, du weißt schon, du siehst den Zaun da, oder? Weil ich hatte teilweise das Gefühl, der rennt da rein, so. Und aber das hat er auch nur 2-3 Mal gemacht, wenn man ihn auch gerade provozierend daran vorbeigeritten ist. Aber ansonsten war der total lieb. Galopp geht auch, aber auch nicht gerade lange, weil er dann schnell in den Trab fällt. Echt ein super Sofa. Zu guter Letzt waren wir dann noch ein bisschen im Gelände, nicht weit vom Hof. Da habe ich die Fly auch noch mal ein bisschen besser kennengelernt, aber auch der Spirit war da deutlich motivierter.
durfte ich mal die Fly in ihrem Element kennenlernen. Sie ist echt unfassbar schnell. Und ja, sie kann auch steigen. Also ich habe da versucht, von den anderen wegzureiten. Das fand sie nicht cool. Hat dann mit ein bisschen Bocken, Seitwärtslaufen, ja, Schlangen gelaufen. Es sah aus, als wären wir betrunken. Hat dann auch getreten. Aber was zurückging, ja, dann ging es natürlich wieder vorwärts wie sonst was. Da hinten, hier ist die Fly. Und da hinten ist Spirit. Ich weiß nicht, ob das so nach Plan läuft. Damit steht er so, juckt mich halt auch nicht. Ja, lass ihn werden, alles gut. Was ist denn los? Und ihr dachtet gerade, das Pferd wäre fast im Schlaf. Ich hab hier so behindert im Kopf, Alter. Bisschen ausgerastet, würde ich sagen, ne? Hey, Quatsch! Gar nicht. Die schläft dir fast unterm Arsch ein. So, hier sollte man auch eben mal noch erklären, dass Spirit irgendwie also 1000 Mal versucht hat, zurück zum Hof zu rennen. Das ging immer wieder in die falsche Richtung. Es war immer wieder abgedüst, aber warten müssen, bis sie wiederkommen. Also, da hätte man echt ein Trinkspiel draus machen können. Ich kann mich wieder konzentrieren!